Hallo und herzlich willkommen zurück bei Hyrule Warriors Definitive Edition. Wieso muss ich immer überlegen bei diesem Spiel? Ich weiß es nicht. Schon die ganze Zeit von Anfang an ist in meinem Kopf Breath of the Wild. Hallo, Mann im Hintergrund. Schönen guten Tag. Wir sind bei der nächsten Linkel-Mission, Kampf der Giganten. Ja, wir steigen direkt ein und der Mann im Hintergrund spielt heute Ruto. Denn Ruto hat hier ein Herzteil, die gute. So, ich werde Linkel spielen und zwar haben wir hier doch extra. Diese wollte ich mal nehmen, um diesen Dings da freizuschalten. Und für Ruto haben wir extra eine Waffe fertig gemacht, nämlich die da. Die Und los geht's! Fischfrau. Fischfrau. At the Water Temple, Princess Zelda and Impa had defeated Wizero, the Twisted Wizard. They returned to their own realm ahead of the others. Ruto and Dorunia stayed behind in order to patrol the grounds and keep vigil. But they suddenly found themselves drawn into battle when they were attacked by a new wave of monsters. It was the Dragon Knight, Volga, who led them. He set his wrath upon Ruto and Dorunia and drew them into a vicious battle. It was then that Linkle, in her quest to find Hyrule Castle, stumbled onto the scene. She was quick to answer Ruto's plea for aid, for she knew a hero must always help those in need. Linkle leapt into battle. Ruto hat ganz schön große Rutos? Ohrringe. Hangfestung. Ah ja, wir gucken jetzt gerade wegen der Skultula und so. Also östlich der Hangfestung muss ein Gang sein. Ja. Das ist dann wahrscheinlich der da Der oben mit dem oben. Pfeil. Da in dem Gang Ja, erscheint die, da musst du einnehmen. in die Seefestung, da muss ich, genau. Und dann bei der Tempelfestung an der Außenwand Ja, gut, das ist doch die erscheint Tempel. irgendwo die Ja, Skultula. gut, das lässt sich ja leicht merken. Ja, genau, gut. Gut. Du musst oft zurück, genau. Ja. Ich bin PlayStation-Steuerung gewöhnt. Da ist alles umgedreht. Ich mache das auch immer, wenn ich streame. Habe ich ja die Steuerung auch anders, dann komme ich auch jedes Mal durcheinander. Iliasee. Die Truppen des Bösen greifen die goronischen Truppen an. Okay, ich mache mich mal direkt auf den Weg zur Seefestung, würde ich sagen. Du siehst auf jeden Fall schon sehr lustig. Okay. Ich weiß gar nicht, ich habe glaube ich einmal bis jetzt mit Roto gekämpft. Oder haben wir die schon mal benutzt? Ich Ich weiß. glaube nicht. So, Darunia hat das Tempeltor geschlossen. Okay. Na komm, Linke. So. Was müssen wir denn? Noch keine Aufgabe, oder? Nee, haben wir nicht. Ich glaube, wir müssen erstmal hier diese starken Gegner besiegen. Die wirft mit Bomben! Bomben! Spezialist ist aufgetaucht. Wo denn? Hey. Okay. Ach, da bin ich doch eh gerade. Also müssen wir schützen. Spezialisten? Ja. Okay. Sollte ja wohl kein Problem sein. Geh mal auf die andere Seite. Also hier ist einer bei mir. Der ist schon ziemlich weit vorne. Gut, dann gehe ich mal. Einer ist schon vorn. Dann gehe ich mal den zweiten hier. Da ist noch einer. Suchen. Er steckt gerade ein bisschen in der Klemme.
So. Ich habe festgestellt, du bist ganz schön leise in letzter Zeit, Philipp. Ich? Mhm. Oh, Schlitten. Ja, ich bin konzentriert. Konzentriert nennt er das. Aber sitzt da hier mit offenem Mund und sabbert den ganzen Tisch voll. Psst. Musst ja nicht jedem verraten. Thanks. Ich räume hier mal ein bisschen auf, gell? Darunia braucht Hilfe. Wo ist denn Darunia? Bist du bei Darunia? Nee. Ich bin bei dem einen Spezialisten. Also meine Spezialisten sind inzwischen alle beide vorne beim Tor. Dachte ich zumindest. So. Ja, wo ist denn da Runia? Ist er nicht? Bam! Eskortiere alle Spezialisten zum Ziel, sollten wir jetzt erledigt haben. Sollten jetzt alle da sein. Aber wo ist bitte Darunia? Ist sie da oben, draußen vielleicht? Ah, wir können raus. Kommt mir direkt so ein Schuppiger entgegen. Zwei sogar. Bin ich ja ziemlich... Wo sind sie denn jetzt hin? Hat die gerade A gesagt? Ja. Money! Sehr witzig. Okay. Gut, ich begebe mich mal direkt auf die Suche. Oder auch nicht. Stopp. Warte. Ich will sie gern beide mit drin haben. So. Das sind halt alles Maps, wo wir schon mal gewesen sind, ne? Oder beziehungsweise wo wir dann hingekommen wären als nächstes. Ah, hier ist Darunia. Sehr gut, es geht ihm wieder gut. Hier sind jede Menge Exalfoss, ne? Ja. Ey! Was geht jetzt wieder nach? Wir sollen die Exalfoss besiegen und Darunia beschützen, aber ich glaube, die Mission haben wir inzwischen geschafft. Ich gehe mal da runter zu dem grünen. Hier ist irgendwas, was man mit dem Bumerang aufmachen kann, übrigens. Da werde ich mal ganz kurz gucken, was das ist. Ist auf jeden Fall nichts drin. Es könnte auch sein, dass da vielleicht das Ultula erscheint. Ne, die kommt ja an der Außenwand, stand da, ne? Wobei, es ist die Außenwand. Hier kommt man gar nicht. Ach doch, hier geht's hin. Oh, da unten ist irgendwas. Nee, wo bin ich denn hier? Ah, das könnte eventuell dein Herzteil sein, was da ist, wo ich gerade war. Ja. Da ist an der Außenwand jetzt so ein Loch quasi. Wow, ach, das bist du. Oder ist das die andere Route? Das bin ich. Ich hab doch gesagt, ich gehe runter zu dem grünen Blinken. Ah, alles klar. Okay. Ja, ich... Na gut, dann gehe ich weiter nach oben. Wie viele Gegner haben wir denn schon? Müsste jetzt gleich kommen, oder? Müsste eigentlich bald kommen, Müsste eigentlich schon längst kommen. Wow. Okay, hier sind die vier Exalfoss übrigens. Die müsste hier an der Außenwand dann erscheinen. Was ist denn hier los? Wow! Bam! Also unsere beiden Kombos zusammen ist echt krass, ne?
jetzt mal aufräumen. Ich liebe das, wenn Ruto das so zusammenzieht alles. Das machst es du, ne? Ja. Was gerade in meiner Wasserblase? Ja, ich war gerade in deiner Wasserblase. Skulte warst da. Ja. Wir sind jetzt hier gerade an der Tempelfestung. Außenwand steht da. Okay, warte. Hier ist sie nicht. Hier ist sie nicht. Ich bin jetzt in der Tempelfestung, oder gerade? Hier, ich hab sie. Ah, super. Sehr gut. Gut, dann gehe ich jetzt mal weiter. Das ist doch immer noch so ein Exile-Force. Ja, ja, die sind... Ich hab keine Ahnung. Wo war jetzt meine? Die Seefestung, war das die hier unten oder die da oben? Können wir da ganz kurz mal nachgucken? Ja. Schlachtfeld. Ah, das ist die. Alles klar. Gut, das wollte ich nur wissen. Nicht, dass wir hier was vergessen. Ich nehme immer gerne alles gleich mit, ne? Du bist gerade in der Seefestung? Ja. Und hab sie jetzt auch gleich eingenommen. Das heißt, wenn du jetzt vorhast, einen Spezialangriff zu verwenden, dann warte lieber kurz, weil ich gleich meine Kiste erstmal aufmache. Oh, hast du deine auch gerade gefunden? Nein. Okay, gut, ich mach auf. Oh, wenn sie mal die Kiste anguckt. Wie sie sich immer freut, finde ich total gut. Deine linke, blink. Linke. Okay, super. Damit hätten wir das auch schon. Wie gesagt, da in dem, warte mal, hier in dem Gang, wo ich jetzt gerade reinlaufe, hier, ne? Da siehst du das Loch da oben, da hinten in der Wand? Ja. Das habe ich vorhin aufgemacht. Es könnte sein, dass das der Gang ist, wo dann deine kommt, deine Kiste. Weil, nee, was haben die gesagt? Nach 1000 Gegnern? Aber die waren doch schon, oder? Nach 1000 Gegnern, nach 1000 Gegnern. Was ist denn hier los? Kommt die Skulltula. Nach 1000 Gegnern kommt die Skulltula, ja, das stimmt. Mein Gott, wir sind ein Haufen von diesen Dinodorus-Büchern. So, einer ist besiegt. Au. Ah, ich hab meinen. Oh. Ich hab im Kämpfen, da hab ich so ausgesehen mit der. Alles gut. Direkt. Das Fischmädchen. Das Fischmädchen. Oh, sie ist eine Sora. Das Fischmädchen. Boah, wie viele von den Viechern sind hier denn? Ein paar. Aber hallo. Immer gibt's ordentlich Mats dafür, ne? Also immer, wenn ich irgendwo langlaufe, finde ich irgendwo so einen Matzbeutel noch, weil wir die vergessen aufzusammeln. Ah, du bist wohl auch gerade hier. Boah, es ist hier gerade laut. Hm. Hast du gerade meine Riesenwelle gesehen? Ja, ich wollte jetzt eigentlich mal da hochgehen. Noch ein Material. Ah, hier ist Volker. Volker! Volker, hallo Volker. Hier ist was los. Mein Gott, ist das hier laut. Jetzt dreht sie richtig durch. Boah, die Musik geht gerade richtig ab. Action! Ballern! Und zwar mit den Worten unseres lieben Freundes Jay zu sagen. Ballern! Ach komm, Linkel, steh mal auf jetzt. Und keine Zeit zum Rumliegen hier. Ich bin irgendwas umgeschmissen. Also so ein Exzess. Au. Okay.
Besiege Volgas übrigens. Besiege Volker. Bleib stehen, Volker. Was hat der da am Kopf? Ist das von dir? Bist du da? Der hatte gerade so eine Wasserblase oder so was am Kopf. Das kann von mir sein. Boah, ich bin gerade richtig gestresst, weil die Musik so laut ist. Und so aufregend. Wie ich einfach manchmal Bomben schmeißt, finde ich auch voll witzig. Gibt's hier irgendwo einen grünen Topf? Ich will mal meine Spezialangriffleiste probieren. Was da passiert. So, jetzt wollen wir mal schauen. Und dann trifft sie nicht mal. Oh, sie wirft einfach eine riesige Bombe, alles klar. Ja, da hat Volker nicht mehr viel zu melden, ne? Ich habe das Gefühl, die Musik ist gerade so viel lauter als bei allen anderen Missionen. Hast du vielleicht dein Headset aus dem wieder laut gedreht? Naja, das ist ja normal laut die ganze Zeit. Also ich meine auch voll laut, also lauter gedreht quasi. Geht ja nicht lauter als laut. Yay! Ja, wir haben es schon wieder, ne? Ja. Juhu! Das war eine sehr kurze Folge. Überall rumlaufen. Wenn noch irgendwo Material liegt. Aber ich glaube, wir haben nichts mehr vergessen. Ist lustig, wie sie sogar an Land schwimmt. Ja, ja. Das ist eben Ruto. Ruto ist eine kleine Diva. Auch bekannt als das Fischmädchen. In Ocarina of Time, da muss man in so einen Fisch rein, weil der die verschluckt hat. Ja. Und muss die retten. Und dann muss man die da die ganze Zeit rumtragen. Und wenn du die irgendwo verlierst, dann geht die mal an einen bestimmten Punkt zurück. Ja. Und dann musst du jedes Mal wieder dahin und die holen. Okay. Und dann regt sie sich voll auf, warum du sie denn einfach zurückgelassen hättest und was das denn soll. Also sie ist voll die Diva. Ja, wieder so eine sehr kurze Folge heute. Oh ja, so ist das eben manchmal, ne? Die Linkel-Folgen, die werden jetzt wahrscheinlich alle nicht so besonders lang werden, nehme ich mal an. Das sind die ersten. Ja, gut, Freunde, das heißt, das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch, oder wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, nee, ich hoffe, es hat euch nicht gefallen. Ich hoffe, ihr fandet die Folge total schlecht. Unterbrichst du mich einfach, du? Jetzt hast du mich voll rausgebracht. Also, wo war ich? Beim Tschüss sagen. Wenn ja, dann lasst uns doch gerne einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Oder gerne auch den ein oder anderen Kommentar und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bye, genau. Das. Hyrule Warriors. Genau. Tschüss. Tschüss. Nein, macht's gut.